Hallo erstmal. Vor 6 Monaten war ich hier bei Ömer Istanbul zu meiner ersten Behandlung für die Implantate und ich möchte euch hiermit meine Erfahrungen euch vermitteln. Vor 6 Monaten, wie ich hier war, habe ich mich dann halt mich informieren lassen, wie die Sachen vorangehen würden mit meinen Zähnen. Man hat mir dementsprechend halt quasi wie einen Ablaufsplan mir die Informationen in die Hand gedrückt und erklärt, wie wir am besten vorangehen für meine Zähne. Genau, die mussten dann halt dementsprechend alle gezogen werden und dementsprechend ein Knochenaufbau durchgeführt werden und nachhinein kamen die Implantate rein. Ich wurde super beraten und super über alles informiert. Und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt bei den Dingen, die sie mir halt alles erzählt haben. Wo man mir halt die Zähne gezogen hatte, hatte ich in diesem Prozess auch weder Schmerzen gehabt oder irgendwelche Auffälligkeiten gehabt. Mir ging es absolut gut. Klar, am Anfang war es etwas schwer gewesen mit dem Essen etc. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich hatte auch jederzeit hier einen Ansprechpartner, wo ich mich dann halt informieren konnte, was ich halt nächsten Schritt machen könnte, wenn ich Schmerzen gehabt hätte etc. Aber war soweit alles in Ordnung. Jetzt bin ich ja wieder nach 6 Monaten ja hier bei der zweiten Sitzung und ich muss sagen, bei der zweiten Sitzung war es so gewesen, dass die mehrmals halt Abdrücke von mir genommen haben, beziehungsweise von meinem Kiefer, von den Zähnen, wie die zu sitzen haben. Es war sehr angenehm. Die haben sich super um mich bemüht. Dann kamen die ersten Provisorien. Man hat das angesetzt gehabt. Und nach kam auch die Verschönerung, wo das komplette Gebiss halt saß. Es war sehr aufregend und interessant, das alles mit zu verfolgen. Ich möchte erst betonen, dass ich nie irgendwie die Gedanken hatte, dass ich mir die Zähne richten lassen wollte, weil ich hatte bis dato noch keine Probleme gehabt, aber es fing dann irgendwann an mit meinen Zähnen, dass die angefangen haben zu wackeln und ich hatte Probleme beim Essen gehabt. Ich hatte auch natürlich so ein Antriebsverlust gehabt, weil aufgrund dieser starken Parodontitis ich hatte. Ich bin zu mehreren Ärzten in Deutschland gegangen, die wiederum halt immer wieder gesagt hatten zu mir, ja, wir müssen eine Parodontitis-Behandlung durchführen, alle 3 Monate. Und ja, ich fand das nicht für notwendig, weil die Parodontitis war da gewesen. Irgendwann bin ich zu einem anderen Zahnarzt gegangen, er hat sich das alles angeguckt und gesagt gehabt, du hör mal, die Zähne müssen alle gezogen werden und ja, er hat mir die Türkei empfohlen gehabt. So, und ich hatte ein bisschen rumrecherchiert gehabt, zu welchem Arzt ich gehen konnte und Ömer Istanbul ist mir sofort aufgefallen über Facebook und so kamen wir halt in Kontakt. Ich bedanke mich für die richtig tollen, gesunden neuen Zähne auf jeden Fall an Ömer Istanbul. Ihr habt wirklich Top-Leistung, Top-Arbeit gebracht. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank.